Like really jumbo. Ihr habt da drüben Ei gesehen, genau da drüben. Geronimo! Platsch. Aber es läuft zumindest flüssiger heute. Bisschen ein paar Sachen umgestellt. Und vielleicht liegt es daran, dass das alles erst so spät aufploppt. Vielleicht ist das der Grund. Saftiges grünes Ei. Mal sehen, ich suche hier ist so ein Schnellreisepunkt. Da müsste locker irgendwo hier einer sein. Das ist eine Kiste. Das wundert mich gerade. Oben ist auch eine Kiste, glaube ich. Zellerreis. Da drüben auf dem Kopf. Ich habe keine Ahnung, wie wir hochkommen sollen. Wow, das ist knapp. Ich habe das voll unterschätzt. Ich dachte, komm drüber. Oh, easy going. Easy kommen wir drüber. Ja, nicht ganz so easy, wie ich es mir gedacht habe. Hallo, Taylor bei. Ich will dir aber gar nichts. Da rutschen wir runter. Da kommen wir nicht hoch. Und da kommen wir ganz runter. Oh, schlecht. Okay. Forget it. Ich glaube nicht, dass wir da hochkommen sollen. Ich glaube, dass wir da hochfliegen sollen eigentlich. Oh wow, ja. Wenn ihr beim Klettern die Luft ausgeht, das ist schlecht. Die sind schon süß. Diese möchte ich gern Mantax. Ich bringe trotzdem noch einen um, weil ich habe nur Level 2. Und diese Pokémon-K.O.-Augen. Göttlich. Oh, wir haben es umgebracht. Scheiße. Der letzte war too much. Natürlich haben wir Hunger. Warum sollten wir auch nicht Hunger haben? Oh, wow. Beeren. Ja, Tombe, das ist völlig platt. Das haben wir. Tombe hat sich dem guten Zweck wortwörtlich geopfert. Das tut mir im Nachhinein auch richtig leid. Ich will das Ei da oben haben. So. Heißes Ei. Aha. Capritis. Nee, dann fuhr gesehen. Oh, die haben wir gleich noch nicht. Ha!
Sweet Spot, Forstmeister. Mal schauen, was die können. Da hinten leuchtet irgendwas fettrot, Alter. Na nü. Was denn hier? Was haben wir denn hier gefunden? Kleines Dorf. Sollten wir uns vielleicht hier niederlassen? Hey Trainer, es ist mir kaum noch jemand hier. Bevor das Rain sich gerade auftaucht, leben hier viel mehr Leute. Es reicht mir hier kaum noch zum Leben. Wenn du mal Hilfe brauchst, sag Bescheid, gegen Bezahlung mache ich alles. Und es ruckelt. Ja, hallöchen. Oh, hallo. Warum auf einmal aus dem Nichts? Cool, großer Fan davon. Ja, da merkt man einfach, dass das bei mir, das PC ist da nicht mehr. Ist ja nicht mehr gut genug. Ich bin wahrscheinlich so zum Spaß. Kein Problem, was ich spiele, aber mit Aufnahme. Alter Verwalter, was ist denn jetzt los? Naja, ist irgendwie, weiß nicht. Da rutscht irgendwas in den Vordergrund und schon ist vorbei. Das wäre natürlich, ich muss jetzt gerade sagen, es wäre tatsächlich gar nicht so dumm, hier was zu machen, weil du hast Miliz, du hast Leute, die dir helfen zu verteidigen. Das ist eigentlich schlau. Oh wow! Pellhändler. Okay, kaufen. Nice. Tokoto. Kopfhin, was können wir denn alles verkaufen? Wir können fast gar nicht. Oh doch, Dorfsiegel können wir was verkaufen. Pellbox. Ja, nicht ganz unten, so doppelter und so. Sag ich doch. Vielleicht mindestens eins immer noch behalten. Ja. Kopfhin. Wasser 2. Oh, das ist nice. Rushrock kann abbauen. Das haben wir aber schon. Das müssen wir nicht unbedingt kaufen. Du hast 2 Bewässerung. Das ist natürlich nice. Workaholic. Okay. Na nee, ich warte mal noch. Da hinten steht noch ein Händler. Pelz wäre 120. Weizensaat. Machen wir mal 3. Ja, holen wir einfach mal 20. Ich weiß, wir könnten sie auch bauen, aber wir sind mal nicht unterwegs. Sprich, P
Wir haben nicht so die Chance, gerade irgendwas zu bauen. Da hinten ist eine Höhle. Wollen wir eine Höhle machen? Fuck it. Auf geht's! Oh. Gut gemacht. Oh wow, das sind riesigen richtig große. Ich hätte mir gewünscht, wir hätten vielleicht schauen können, ob wir es irgendwo reparieren können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Was ist das? Ist das Erz wieder? Perfekt. Ja, ich glaube, kann sie richtig fett minen eigentlich. Holy. Hilf ihm mal ein bisschen. Finde ich toll, wie wir uns gegenseitig helfen. Also noch mehr. Das Killer mal hier fliegen gelernt, das andere nicht. Das sind so versteinerte Blumen. Da hinten geht's weiter. Mit Tombett dabei wäre das vielleicht manchmal noch ein bisschen chilliger. Aber lass mich raten, du brauchst einen Schlüssel, wir haben den Schlüssel wieder nicht.
Nee, brauchst du nicht. Nice. Und 11 Pfeile. Ein Haufen Münzen. Das ist sweet. Was auch gut ist, dass wir jetzt diesen Punkt schon entdeckt haben. Da kamen wir her. Was bist du denn? Eine Mau. Was bist du denn für eine ägyptische Katze? Super, Mau. Geht auf der Schweifschütze, geriert nicht, wenn man abtrennt aufgrund der Arbeit mit dem Schweifschütze Geld singen bringt. Oh Gott, oh Gott. Okay. Krasse Story für Mau. Jetzt weiter. Ihr seid so lebensmüde. Sagen Level up. Ich würde sagen, hat noch ein bisschen was gedroppt. Den hat er irgendwie ganz da hinten in die Ecke reingeballert, auch nicht schlecht. Nee, da hinten haben wir auch nichts mehr rum. Okay, Mau haben wir gefangen. Dann sind wir in der Ecke angekommen. Ja, dann müssen wir zurückgehen. Hoffen, dass wir zurückfinden. Drücken wir es mal so aus. Ist auf jeden Fall unser erster Dungeon, den wir gerade machen. So, wir haben ungenutzte Punkte, heißt es gerade. Schau mal. 900 Gewicht machen wir mal 600, genau. Ausdauer hätte ich vielleicht auch noch boosten können. Mai. Müssen wir fürs nächste Mal. Diesmal fürs nächste Mal. So, jetzt hier wieder durchschwimmen. Mal kurz anziehen. Oh, ihr habt wieder reloaded. Wir nehmen alles mit, was die abwerfen. Da hinten versteckt sich wieder ein Mau. Zwei Maus sogar. Das ist weg. Kaputt. Mit dem Angriff, du Zauber da weg, perfekt.
kamen wir hier? Das sind noch mehr Mau, Alter. Richtige Mauhöhle, Alter. Ich muss sagen, ich habe noch nie so oft bisher einen Mau gesehen. Wo sind die gerade hergekommen? What is this? Kilamari. Ah, schlecht. Da sind wir hergekommen, da hinten waren wir noch nicht. Wir haben auch keine Pfeile mehr, sehe ich gerade. Oh, oh. Wie sollen wir die dann bekämpfen? Mit einer Axt? Oh ja, ich sehe. Das ist auf jeden Fall die Endhöhle, würde ich sagen. Und es handelt sich um Fuchs. Aber das ist eigentlich ganz gut. Jetzt wissen wir schon mal, wo die Endhöhle ist. Dass wir auf dem richtigen Weg dorthin sind. Jetzt müssen wir trotzdem die anderen Dinge nochmal nachschauen. Ob wir da noch was Cooles finden. Killamari, Killamari. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Oder? Da waren wir sicher noch nicht. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Fox. Mit Caperty. Caperty ist da, glaube ich, die schlauere Wahl, weil Caperty Typ Pflanze ist. Fox ist Typ Wasser, heißt Typenvorteil auf unserer Seite. Nee, warte mal, nur... Ah, fuck, das geht nicht. Wir sind, glaube ich, nur auf Ding effektiv. Nur Elektro wäre effektiv, glaube ich. Ich wollte es immer schon ausprobieren. Oh. Oh, fuck, liebe ich das. Take it. Burn, Motherfucker. Das ist eine gute Kombo. Finde ich extrem witzig. So, dann würde ich sagen, mach mal den Fox, den Gar aus.
ist natürlich scheiße. Natürlich haben wir jetzt Hunger. Alter. In den unpassendsten Zeichen. War das nicht gerade noch Fuax und jetzt sind es Tansis? Das ist ein bisschen verwirrend. Das ist wirklich nur richtig so gut zum Holzhacken. Alter. Ja, ja. Sweet Macaroni Cheese. Sicher wäre schön gewesen, wenn wir die auch noch hätten fangen können, aber ich bin ehrlich, ich bin froh, dass ich überlebt habe. Das hat gerade Vorrang. Look at this. Rubin. Oh damn. Dungeon verlassen.